Liebe Frau Sarkissowa, wir haben Sie sehr vermisst beim Dancing Star Finale. Sie haben jetzt eine schwere Zeit der Krankheit hinter sich. Jeder, der Sie kennt, weiß, dass Sie eine große Kämpferin sind. Balletttänzer sind Kämpfer, müssen einiges leisten, gehen schonungslos um mit Ihrem Körper. Aber wenn der irgendwann nicht einmal kann, dann ist wirklich Alarmstufe rot. Auch Sie hatten jetzt in den letzten Tagen das Gefühl, dass einfach nichts mehr geht. Wie schlimm war Ihre Corona-Erkrankung? Wie ist es Ihnen ergangen? Also ich muss Ihnen sagen, ich habe das erste Mal in meinem Leben, obwohl ich nicht in die Kirche gehe und nicht besonders gläubig bin, gebetet. Ich habe nie gedacht, dass mein Körper so aufgeben kann und dass mir überhaupt sowas passiert. Ich habe nicht einmal an Corona so fest geglaubt, an der Existenz dieser Krankheit, dass man wirklich sowas durchleben kann. Aber ich habe teilweise nicht aufstehen können, keine Luft bekommen. Ich war fast taub und kein Geruchssinn, kein Geschmackssinn. So, es sind Sachen passiert und gewesen mit meinem Körper, die ich nicht mehr steuern oder kontrollieren kann, was ich nicht gewohnt bin. Und schließlich bin ich dann im Spital gelandet und es war auch beidseitige Lungenentzündung dabei. So, eigentlich habe ich den schlimmsten Fall der Corona erlebt. Frau Sarkissowa, was Sie uns schildern, klingt wirklich äußerst dramatisch und auch sehr belastend für Sie. Wie lange waren Sie insgesamt jetzt im Krankenstand? Wie viele Tage waren Sie im Spital? Wie viele Tage davon haben Sie zu Hause verbracht? Also die ersten 2 Tage nach dem positiven Test war ich zu Hause und da dachte ich, dass das bei mir symptomfrei verläuft, aber dann hat es sich verschlimmert und ich war schließlich dann insgesamt 10 Tage im Spital. Ich wurde dann am 11. Tag entlassen, weil mir wirklich besser gegangen sind und ich insgesamt habe ich über 34 Infusionen bekommen und tägliche Medikamente, antivirale Infusionen und natürlich auch Vitamine und so weiter. So insgesamt ja 10 Tage im Spital und danach noch jetzt 2 Tage zu Hause und jetzt sind die ersten Tage, wo ich wirklich was machen kann, mit Kindern was unternehmen kann, mich nicht so schwach fühle und negativen Corona-Test habe. Frau Sarkissowa, durch den Geschmacksverlust bei der Krankheit, aber natürlich auch durch Fieberschübe und den allgemeinen schlechten Körperzustand, verlieren viele Patienten komplett den Appetit. Konnten Sie überhaupt Nahrung zu sich nehmen? Nein, absolut nicht. Also ich habe das alles nicht gewusst. Ich habe mich nicht so sehr mit Corona beschäftigt, bevor ich das bekommen habe. So, ich konnte überhaupt nicht essen und teilweise wegen dem Husten noch den Brechreiz gehabt und ständig einfach nur Wasser erbrochen, was ich zu mir genommen habe. Ich habe auch an Gewicht verloren und es ist wirklich eine sehr, sehr schlimme Zeit, wenn nicht die schlimmste in meinem Leben war. Haben Sie Angst um Ihr Leben? Ja, das war zum ersten Mal, dass ich nach oben geschaut habe und gesagt habe, bitte, lieber Gott, hilf mir, nicht wegen mir, wegen meinen Kindern. Ich möchte einfach nur noch so viel leben und mit bei meinen Kindern sein. Genau das waren meine Gedanken und meine Worte an den Tagen, wo ich keine Luft bekommen habe und nicht aufstehen konnte. Selber erzählt, dass Sie anfänglich sogar ein bisschen gezweifelt haben, ob es Corona in der Form tatsächlich gibt. Sie waren sehr skeptisch. Sie haben das ein bisschen, in meinen Worten ausgedruckt, auf die leichte Schulter genommen. Ihre Einstellung hat sich jetzt durch Ihre ganz persönlichen Erfahrungen vehement verändert. Was wünschen Sie sich jetzt seitens der Regierung, aber auch seitens der Gesellschaft? Welche Maßnahmen sind für Sie unumgänglich? Was muss passieren? Stichwort Impfpflicht. Wie stehen Sie zu einer Impfpflicht hinsichtlich des Coronavirus? Sind Sie dafür, sind Sie dagegen? Wie ist da Ihre aktuelle Einstellung dazu? Oh, ja, ich habe das absolut auf die leichte Schulter genommen. Jetzt, wo ich das erlebt habe, genau wie Sie sagen, denke ich ganz anderes über diese Krankheit. Ich denke, es müssen noch schärfere Maßnahmen getroffen werden, weil ich sehe immer noch Menschen im Supermarkt, die keinen Abstand halten und man weiß ja nicht, ob einige davon vielleicht krank sind, aber das nicht einmal wissen oder symptomfrei krank sind.
ich wünsche mir, dass es wirklich mehr Kontrollen gibt, mehr Tests gibt und dass auch ältere Patienten geschützt werden oder nicht Patienten, dass einfach ältere Leute davor geschützt werden, weil ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich jetzt 20 Jahre älter wäre, dann würde ich sowas nicht überstehen und ich habe im Krankenhaus Menschen sterben sehen, während ich dort war. Das klingt sehr dramatisch. Wie war die Situation überhaupt in den Spitälern? Erst heute haben uns zum Beispiel Informationen aus Oberösterreich erreicht, dass teilweise Patienten nicht mehr aufgenommen werden können, weil die Spitäler überfüllt sind, die Ärzte teilweise überfordert sind. Wie war da Ihre Situation in dem Spital, in dem Sie waren? Wie ist es Ihnen dort ergangen? Absolut die gleiche Situation. Die Betten waren voll. Ich glaube, deswegen würde ich auch entlassen, jetzt nicht noch mit einem extra Betreuung danach, sondern sobald mir besser gegangen ist und ich gut atmen gehen könnte und meine Blutwerte gut waren, um mein Bett frei zu machen für jemanden, den es vielleicht schlechter geht, weil das Spital war voll, die Schwestern haben nicht geschlafen. Ich habe mir überlegt, die Schwestern kommen in der Früh und fragen, naja, wie geht es ihnen und so weiter, und dann habe ich einfach zurückgefragt, wie geht es Ihnen? Und ein paar davon haben einfach weggeschaut und haben fast mit den Tränen in den Augen gesagt, das wird schon, das ist in Ordnung, das ist der Job, den ich mir ausgesucht habe und das werde ich durchmachen. Die Situation, die Sie schildern, ist derartig dramatisch. Also man hört es immer wieder, wie es nicht wahrhaben. Und jedes Mal, wenn Berichte wie der Ihre dann zu uns kommen, schreckt es einen erneut. Frau Sarkisova, Sie haben immer wieder erwähnt, Sie hatten schwere Probleme mit dem Atmen. Wurden Sie im Spital auch beatmet? Nein, so weit ist nicht gekommen. Ich bin einfach in so eine Panik geraten, auch neben dem Atemnot. Das ist noch dazu gekommen. Und deswegen eben war der Atemnot so stark. Aber es war mehr wegen der Panik auch als wegen der tatsächlichen körperlichen Zustand. Und es wurde entschieden, mich nicht zu beatmen. Also ich habe einfach nur Sauerstoffmaske bekommen und jede Menge Infusionen, wie ich schon sagte. Frau Sarkisova, Sie sind Sportlerin, Spitzensportlerin. Als Balletttänzerin hat man einen Körper, der gestählt ist, einen Körper, der kämpfen kann, einen Körper, der sehr ausdauernd ist und vor allen Dingen auch einen Körper, der wirklich einiges auf sich nehmen kann. Dennoch, nach einer Erkrankung wie Corona ist es nicht mehr ganz so leicht, dass man zur vollen Spitzenform zurückkehrt. Was sagen Ihnen denn die Ärzte, wie lange es dauern wird, bis Sie wieder voll bei Kräften sind, bis Sie wieder trainieren können, bis Sie wieder wirklich aktiv am Gesellschaftsleben teilnehmen können, aber auch im Spitzensport zu Hause sein können? Ja, relativ lang. Also es ist zwischen 3 und 4 Wochen, weil die Lunge muss sich komplett erholen. Ich muss noch einige Computertomografien machen. Ich muss noch einige Kontrollen machen und Arztkontrollen und EKGs. Ich spüre selber, dass wenn ich mich überbeanspruche und das sind Kleinigkeiten, die ich vielleicht zu Hause mache oder wenn wir mit meinem Kleinen jetzt beschlossen haben, einen Weihnachtsbaum zu schmücken, einfach weil wir ein bisschen Positivität da reinbringen wollen in den ganzen unseren vergangenen Geschehnissen, spüre ich einfach, dass ich schnell außer Atem bin. So, ich denke, die Genesung dauert länger und das ist auch zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich nicht mich perfekt und fit fühle. Frau Sarkisova, Sie gestatten mir eine sehr persönliche Frage. Werden nachhaltige Schäden bleiben, die Sie durch das Coronavirus erlangt haben? Das weiß ich nicht. So, das muss man erst herausfinden. Aber die Ärzte meinen, dass ich sehr stark war körperlich und sehr gut das gemeistert habe. Das wird man erst sehen, ob irgendwelche Schäden dadurch bleiben. Sie sind auch Mutter. Wie ist es denn Ihren Kindern damit gegangen, dass ausgerechnet die Mami jetzt dieses Virus hat? Wie haben sich Ihre Kinder dabei gefühlt? Wie haben Sie vielleicht auch Unterstützung von Ihren Kindern bekommen?
Auf jeden Fall natürlich, wir haben, sobald ich reden könnte und überhaupt das Handy halten, also es war wirklich so schlimm, dass ich teilweise nicht telefonieren könnte, haben wir aber mit den beiden Kindern telefoniert und der Kleine war zu Hause und hat mich sehr vermisst, aber wurde toll betreut von seinen ganzen Betreuungsstab und der Große, den habe ich sehr, sehr leid getan und mittlerweile haben wir schon mit allen Kindern, mit beiden Kindern, waren wir schon ein bisschen unterwegs und haben uns gesehen. Natürlich, die waren meine größte Unterstützung und auch die größte Motivation, wieder gesund zu werden. Frau Sakisova, in Wien gibt es ein Sprichwort, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, es heißt Hetivari. Hätten Sie vielleicht eine Erkrankung vermeiden können, wenn Sie ein wenig vorsichtiger gewesen wären? Hätten Sie dann eine Ansteckung vermeiden können? Haben Sie daraus gelernt? Nicht wirklich. Ich war vorsichtig. Ich war wirklich vorsichtig genug. Es ist nämlich so, dass ich eine Angestellte bin und nur wenige wissen, dass ich 12 Stunden pro Tag arbeite. Und ein Theater ist ein größeres Betrieb und damals waren wir noch offen, jetzt ist das Theater im Lockdown zu. Da hatten wir einige Corona-Fälle im Orchester und auch beim Ballett. Und das ist nicht wirklich so, dass man sich davor auch schützen kann, Sachen anzugreifen oder in den Raum reinzugehen, wo vorher jemand war, der erkrankt ist. Dann darf ich abschließend noch ganz kurz fragen, ein trauriger kleiner Nebeneffekt, der fast ein bisschen schon an Bedeutung verliert, war natürlich, dass Sie beim Dancing Stars Finale nicht dabei sein konnten. Aber ich möchte auch diese Frage noch einmal an Sie geben, weil ich weiß, wie gerne Sie diese Sendung mitgestalten und wie gerne Sie mit dabei sind. Wie haben Sie denn das Dancing Stars Finale miterfolgt und was sagen Sie zu den drei Paaren, die ins Finale gekommen sind und natürlich zum Siegerpaar? Ja, ich gratuliere erstens einmal den Siegern. Finde ich ganz in Ordnung und ganz gerecht, alles, wie es passiert ist. Ich bedanke mich bei Maria Sandner, die so schnell eingesprungen ist für mich. Es hat mir wirklich wehgetan, weil ich finde, das ist eine große Familie, die Dancing Stars Partie. Und mein Herzchen hat wirklich höher geschlagen, wie ich gesehen habe, wie schön die Tänzer getanzt haben, wie toll und emotional das Finale war. Ich wäre gern dabei gewesen, aber das war absolut unmöglich. Ich hoffe dann bei der nächsten Staffel wieder. Frau Sakisova, herzlichen Dank für Ihre Offenheit, für Ihre bewegenden Worte, für den dramatischen Appell, auch den Sie an alle gerichtet haben, die Abstände einzuhalten, die Maßnahmen zu befolgen. Eine Corona-Erkrankung, die macht keinen Spaß. Wir freuen uns mit Ihnen, dass Sie das so gut überstanden haben und sich bereits auf dem Weg der Besserung finden und freuen uns, wenn wir Sie dann hoffentlich schon bald wieder live bei uns im OE24-TV-Studio begrüßen dürfen. Alles Liebe nach Budapest. Ich danke Ihnen. Alles Liebe auch nach Österreich zurück, nach Wien. Bussi.